Warte mal, das geht ein richtiges Schiff. Jo! Nee. Ich seh nix. Dämliche Einblendung. Jetzt bin ich mal gespannt, ob ihr so weit die Seile werfen könnt. Ich sehe keine Ein... Ja? Na, aua, hallo. Das so genau. Ah, jetzt ziehen sie die auch rein. Okay, jetzt kann ich feindliche Kuh töten. Ja, gut. Dafür werde ich ja nicht mal rausgehen müssen. Was mache ich hier mit? So. Na? War's das schon? Ja, das war's schon. Boah, voll easy. Aber die werden, glaube ich, nicht so viel gehabt haben. Also gehe ich zumindest stark in der Annahme, dass die so viel nicht dabei gehabt haben. Ah, 8 Metall. Na gut, Kleinvieh macht auch Mist und auf die Art und Weise haben wir es doch relativ schnell besorgt. Aber das war nur eine... Wo steht's denn? Wo steht's denn, was das für ein Schiff war? Mich würde interessieren, was das für eine Schiffsklasse hier war. Kann ich die zu meiner Flotte hinzufügen? Jetzt bin ich mal gespannt. Oder war die nicht schon voll? Hast du gut... Ah ne, waren anscheinend noch nicht voll. Aber das war, glaube ich, hier nur so ein kleiner Schoner, ne? Die wollten wir ja eigentlich nicht mehr in die Flotte holen, aber die können wir ja später ersetzen. Ist ja alles okay. So. Was sind das da im Wasser? Eigenartig. So. Wie war denn... Könnte man hier nicht noch irgendwie... Ups. Ich glaube, die haben wir gerade direkt versenkt. Das tut mir jetzt ein bisschen leid. Brennendes Öl voll. Ja, brennendes Öl brauchen wir aber nicht. Brennendes Öl interessiert mich leider ein Scheiß. Aber wir haben jetzt hier noch irgendwas. Ah, Metall 6, okay, alles klar. Im Prinzip alles vergeben und vergessen. Was? Die Segel aufgeilen? Ich muss die Segel aufgeilen. Naja. Naja. So, kann ich hier irgendwo vor Anker gehen? Oder muss ich einfach nur... Ja. Okay, wir holen es einfach nur ein. Sehr schön. Ach, ich freue mich schon richtig. Ich meine, es kostet ein... Boah. Wie sagt man? Ein Schweineanteil an Ressourcen. Das Schiff aufzubessern, aber ich kann es echt kaum erwarten. So, jetzt haben wir hier. Ich will ja im Prinzip nur die Beute haben. Eigentlich reicht mir ja die Beute. Du hast mich nicht gesehen. So, sehr schön. Wo ist denn die Kiste da hinten? Nein, die ist im Zelt drin. Verdammt. Okay, alles klar. Das kriegt man hin. Ich will mich eigentlich mit denen gar nicht anlegen. Das ist so genau das, was ich so nicht will. So, könnte der das eigentlich mal klären hier? Komm, du Affe, du sollst zuschlagen. Sehr gut. Genau. Ach, der lebt ja immer noch. Na klar, das ist so ein Axthieb direkt an die Kehle. Der hat den so guten alten Seemann damals noch nicht umgebracht. Na, ach, wo denn... Er trifft doch nichts. Der Typ ist so eine Verschwendung, ey. So, dann mach du bitte den Rest. Hm. Sehr gut. Danke für gar nichts. Na gut. Aber ich glaube, das war auch eher mein Fehler. Dass ich dem Typen das anvertraut habe. Einmal mit Profis zusammen bin. Kuckuck. Ich gehe hier rein, ihr seht mich nicht. Bam! Und damit hätten wir das auch ausgeräubert. Geplünderte Beute! 44 Holz. Da sollten wir vielleicht jetzt mal anfangen. Also zumindest versuchen anzufangen, die Lagerräume nochmal auszubauen. Weiß nicht, ob das notwendig ist.
Es wird hier immer noch als rot angezeigt. Warum eigentlich? Wenn man das einnehmen muss, Fragment hier noch mit. Kann man das hier überhaupt freilegen? Ist überhaupt dafür gedacht, dass man es freilegt? Vielleicht gegenüber auf der Insel noch was? Nee, eigenartig. Sehr eigenartig. Na gut. So, du bleibst schön liegen. Sonst holst du ja sowieso nur deine Freunde und zwar mal nicht. Und bam, Junge! In your face und in die Nüsse. Sehr gut. Warte mal, zappelst du noch? Nee, zappelt nicht mehr. Habe ich mir gerade selber applaudiert. Ja. Ja, Faustkampf. Auch wie damals. Ups, was war das denn? Oh, eine Move, die kannte ich noch nicht. Das wollte ich jetzt einfach mal ausprobieren. Hm, sah sehr gut aus, aber da hätte ich vielleicht auf die Pistole umschalten müssen. Gucken. Brauchen, glaube ich, auch mal wieder ein bisschen Munition hier. Alles andere grenzt eigentlich nur an Verschwendung, was ich hier mache. So, wo ist das Ding? Das ist 11 Meter über mir. Wie komme ich denn da hoch? Hier ist ein Baum, da ist ein Baum und... Da werde ich, glaube ich, nicht hochkommen, oder? Nee. Vielleicht von der anderen Seite. Ist die andere Seite ein bisschen höher? Mal gucken. Tatsache. Wer hätte das gedacht? Bitte. Zack. Fragment. Machen wir das. Animus-Fragmente. Unkartografiert. Achso, okay. Alles klar. Das beantwortet auf jeden Fall schon mal meine Frage, ob hier möglich ist, einen Aussichtspunkt oder so anzuwenden, der vielleicht auf der anderen Inselseite steht, aber dem ist nicht so. Nee. Das ist unkartografiert. Bedeutet im Prinzip, ich habe alles richtig gemacht. Da kann man nichts weiter aufdecken. So. Vielleicht habe ich das übersehen. Lohnt es sich eventuell schon mal nachzugucken? Ob man an der Morrigan was verbessern kann? Könnte man das schon mal hier, ohne dass man da reingeht? Und jetzt eben zum Schiffsmeister geht? Bin ich mir gar nicht sicher. Shell-Verbesserung. Morrigan-Verbesserung, hier haben wir's. Schauen wir mal. Das Aussehen der Morrigan, das ist mir total egal. Oh. Rumpfverbesserung kostet nochmal 250. Die Breitseitenkanone 270. Ey, das ist unglaublich viel. Wir haben gerade noch 70. Wir sind so unglaublich weit, weit weg von dem, was wir hier eigentlich wollen. Schwere Kugeln. Schwere Kugeln richten schon an Nahdistanz an. Ja, nee. Mörser. 160, ey. Wahnsinn. Obwohl, die Mörser sind ja auch nicht ganz so unwichtig. Das waren das nicht mehrere Schiffe? Wo du schon sorgen musst dafür, dass du eventuell ein paar auf Distanz ordentlich beschädigst. Das weiß ich alles gar nicht so richtig. Stärke der Rundkugeln. Ah, da fehlen aber auch noch drei. Wobei mir der Rumpf so ziemlich mit am wichtigsten ist, muss ich sagen. Die Stärke des Packers, ja. Ah, es ist schon... Aber was ist denn eigentlich das Problem? Das Problem ist aber Metall. Also alles, was Holz ist, müsste ich ja ausbauen können. Stauraum, schwere Kugeln, Stauraum, Mörser und so weiter. Das machen wir mal. Also alles, was Holz ist, können wir im Prinzip getrost verbauen. Doch, das macht Sinn. Wo war das denn? Ich glaube hier Schiff ausrüsten, ja. Hier müssten wir uns eigentlich können. Ohne dass wir hier zum Hafenmeister gehen. Kaufen! Morrigan Verbesserung und dann gehen wir gleich ganz runter. Ah, Stärke der Bomben. Ramsporn. Da brauchen wir aber auch Metall. Nee, alles Metall. Alles, was Metall beinhaltet, ist nicht gut. Oh, Mörserkugeln auf jeden Fall. Das können, gerade falls wir mal flüchten müssen, könnte das nicht genug sein. Den Frachtraum hat man gesagt, den könnten wir eigentlich auch mal ausbauen. So, ist hier. Ja, puh. Na gut, so oft wird man, glaube ich, auf Walfangjagd nicht mehr gehen.
Nee, das, dann brauchen wir das erstmal nicht. So, Stauraum für schwere Kugeln. Ich bräuchte mal ein Tutorial für die schweren Kugeln. Die schweren Kugeln waren doch die Sachen, die man nach hinten rausschießt, ne? Die so relativ knapp fliegen nur. Wenn mich nicht alles irrt. Aber ich denke, die fliegen ja nicht besonders weit. Aber echt für den Rumpf. Was waren es? 200? 260? Ah, das ist schon heftig. Das ist schon echt heftig. Wie viele Schiffe muss ich denn überfallen, damit ich da... damit ich da so viel Metall krieg? Gutes Holz werde ich bis dahin wieder eingesammelt haben. Aber... alter Schwede, 250. Okay. Ja, dann... dann haben wir doch schon mal ein kleines Ziel, was wir machen. So. Jo, der Captain ist am Ruder. Genau so sieht's aus, Jungs. So. Ein Bandenhauptquartier. Ach, der Feier, komm, die klatschen mal gleich mit weg. Komm, auch trotzdem mal hier reingucken. Ist das nur das Bandenhauptquartier, was hier noch ist? Tatsache. Warum ist hier eigentlich ein Bandenhauptquartier? Ich dachte, wenn es einmal erledigt ist, wäre es erledigt. Na gut, schauen wir mal. Da können wir auch wieder Schnellreise hinfahren. Bandenhauptquartier. Ich weiß nicht, brachten die Rohstoffe? Ich denke, ne? Oder? Bin mir da gerade wieder mal gar nicht so sicher. Aber das finden wir raus. Das finden wir raus, das ist überhaupt kein Thema. So. Boah, was, was ist denn das für ein Sauwetter? Ekelhaft. Ich möchte hier bitte mit Regenschirm rumlaufen. Das war doch rechts vom Hafen, ne? Das ist doch ein riesengroßes Hauptquartier, alter Schwede. Da werden wir, glaube ich, ordentlich was wegholzen müssen. Da gehen wir, glaube ich, von unten ran. Ja. Das halte ich... halte ich tatsächlich für intelligenter, von der Seite zu kommen. Und da sitzt auch schon direkt eine hier im Busch, ey. Wirklich. Wie machen wir das denn am besten mit der? Ah, ich versuche die einfach zu kontern. Ich versuche die zu kontern. Hast du sogar einen Alten gelesen? Haben die jetzt umgeschichtet? Haben die jetzt gesehen, dass vielleicht die Frauen doch nicht das Gelbe vom Ei waren? Was ist das denn? So, mein Freund. Das ist richtig, das ist richtig. Das hast du gut erkannt. Ihr seid ein Held! Mein Fehler. Mein Fehler. Das habe ich dann auch auf der Karte gesehen. Den... den holen wir uns noch. Das ist überhaupt kein Ding. Das ist kein Akt. Monsieur. Entschuldigen Sie bitte. So. Könnte ich mir eigentlich diese Waffe hier mitnehmen, ne? Geladen müsste die ja schon sein. Warte mal, habe ich die... wieso habe ich die denn nicht mehr? Habe ich die nicht gerade aufgehoben? Da liegt sie nicht mehr. Habe ich die jetzt irgendwo gerade fallen lassen? Es tut mir schon fast ein wenig leid. So, die Fahne ist erstmal runter. Und wie nur noch diesen Affen hier. Bin ich gespannt, wo er ist. Im Idealfall töten wir den jetzt von oben. Und Ende Gelände. Sehr gut. Sehr gut, mein Freund. Dich beschützt keiner. Na, aber hallo. War's das schon? Aber, hey, komm. Das war schon geil. Also uns hätte jetzt mal keiner das Wasser reichen können. Gar keiner. Ohne Schaden zu nehmen, Junge, hier durch. Na aber, gucke mal an.
So, was jetzt? Achso, jetzt habe ich das einfach nur freigespielt, alles klar. Sehr gut. Sehr gut. So, hier haben wir eine Renovierungsmission, das heißt, da kommen wir dann zwangsläufig sowieso wieder hin. Das heißt, wir brauchen uns jetzt auch der Taube nicht zu widmen, dann geht es dann einfach zurück auf die Morrigan und fertig ist. Aber zumindest haben wir die Karte freigespielt. Hello! So, 100, ja, komm, 137 Meter ist jetzt nicht so wild. Füße, wir schießen! Puh, Schwein gehabt. So, Wirtschaftszonen eingenommen, sehr gut. Einen offenen Kampf im Hauptquartier vermeiden. Bravo, extra Belohnung für das Vermeiden eines offenen Konflikts. Ja, ich weiß. Ich bin schon ein toller Typ. Also jetzt in der Rolle von Shade natürlich. Ich meine jetzt nicht mich selber. Um Gottes Willen. So einer bin ich nicht. So, okay. Ja, ist ja gut, ist ja gut, ist ja gut. Muss ein bisschen die Musik überspielen. Sonst kriege ich ja wieder Probleme mit der GEMA. Was haben wir hier? Lass mich mal reinzoomen. Das ist im Prinzip vor La Croix und können wir da irgendwas locker machen? Spätestens hier können wir was locker machen.